Hey, was geht so, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush für die Wicked-Hinein zurück bei Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Es wird nun Zeit, dass wir Primroses Kapitel abschließen, indem wir jetzt den zweiten der drei Krähen erledigen im Obsidian-Anwesen von Edelhof. Wir haben uns durchgekämpft und nun wird es Zeit, dass wir ihn gegenüber treten. Hier drin hält er sich auf und da ist er auch. Ihr seid ganz schön störrisch, was? Ha, wie der Vater, so die Tochter. Ihr wart also diejenige, die den linken Flügel gestutzt hat. Und es ist der rechte Flügel. Zu lange habe ich auf diesen Tag gewartet. Dieser Mann ist... Nein, das kann nicht sein. Da habt ihr uns wirklich böse dran gekriegt, was? Der linke Flügel hatte die Aufgabe, unseren kleinen Freundeskreis zu pflegen und zu erweitern. Während ich für das Geld und die Macht sorgte. Wir waren ein tolles Gespann, wenn ich das so sagen darf. Nichts und niemand konnte sich uns in den Weg stellen. Und nun habt ihr alles verdorben. Habe ich das? Ich habe lediglich einen dreckigen Aasgeier aus dieser Welt entfernt. Eine Krähe weniger und unser Reich geht es sogleich besser. Ihr seid kühn, das muss ich zugeben. Aber offenbar habe ich heute noch einen weiteren Gast und ist schon eine Weile her, alter Freund. Die kennt sich also, hm? Dann sollte es also wirklich... Fräulein Primrose, dies ist der Mann, der nach dem Mord an euren Vater verschwand. Der Mann, von dem ich fürchtete, dass er tot sei. Albus, ich hatte euch immer für einen Mann von Ehre gehalten. Wie bitte? Ehre ist ja schon gut, aber man kann sich nichts davon kaufen. Wie konnte ich nur so blind sein? Ihr seid es gewesen, der Jeffrey an diese Schurken verraten hat. Er hat euch mehr als jeden anderen vertraut. Und ihr seid ihm in den Rücken gefallen für einen Posten bei diesen gottverdammten Obsidianern. Das ist mein Stellvertreter. Ein bisschen schwer vom Begriff, aber letzten Endes kapiert er es doch. Dieses Dorf war schon lange vor Jeffrey Azelhards Ende nur noch eine leere Hülle. Jeder, der auch nur annähernd bei Verstand war, wusste, dass die Obsidianer im Verborgenen die Fäden zogen. Ich habe mein Geld lediglich auf das Siegepferd gesetzt. Eine einfache Geschäftsentscheidung. Fräulein Azelhard. Bis zum Tag seines Todes schwang euer Vater große Reden über Frieden und Ordnung. Er sprach von seinem vielgepriesenen Glauben und wie er die Stadt damit vor jeder Gefahr schützen wollte. Doch am Ende konnte er sich nicht einmal selbst retten und jetzt wird nur noch ein Feld voll Grabsteine vom einst so stolzen Haus Azelhard. Das sagt nur, was der Glaube eines Narren wert ist. Verräterischer Dreckskerl! Fürst Jeffrey war tausendmal mehr ein Mann als ihr seid. Ihr werdet seinen Namen nicht lange beschmutzen. Meister Forsyth, es reicht. Aber Fräulein Primrose! Die Zeit des Redens ist vorbei. Dieser Mann, sofern man ihn überhaupt als solchen bezeichnen kann, sollte keinen Augenblick länger leben. In euren Augen ist Feuer zu sehen, Mädchen. Ja, es erinnert mich an das Feuer in den Augen eures Vaters, bevor er sein Ende fand.
Ich bin Albus, stolzer Träger des Zeichens der Krähe. Kommt nur her, Primrose Azeroth! Ich werde dafür sorgen, dass euch dasselbe Schicksal hat wie eurem geliebten Vater! Dann mal los! Okay. Dann wollen wir mal. Analysiere ihn! 52.500 ungefähr. Also 52.600 fast. Gut. Also gegen Dolch und Pfeil hat er schon mal. Oh je. Ja, da wäre Hanid oder Hobrik besser geeignet, weil dann könnte ich ihn schneller schwächen damit. Aber gut. Das passt schon. Dann bin ich schon mal langsamer sicher, ihn seine Schwäche abzunehmen. Also seine Schwäche auszunutzen. Sehr gut, immer weiter. Wollen doch mal sehen, ob er auch eine Lichtschwäche hat. Tatsächlich, nice. Sehr schön. Wir erwarten, der Angriff macht natürlich schon soliden Schaden. Jetzt schauen wir mal, ob auch eine Sturmbetätigung her... Oh! Hey, nice. Gut, dann brauche ich ihn noch einmal analysieren und dann... Ja. Großschwertschwäche. Gut, also wir wissen Bescheid, was für Schwächen er jetzt hat. Aber wahrscheinlich wird er sie wieder wechseln, sobald er gebrochen ist. Nice, Primrose noch einmal angreifen. Und das wär's. Jetzt können wir richtig loslegen hier. Da weil der Kampf noch recht früh ist, könnten wir das noch... Oh, ja, nicht schlecht. Wir haben schon mal doppelte Erfahrung. Ja, okay, das war halt keiner Fehl. Oh, no! Shit. Ob sich das lohnt hier? Oh, Mann. Das ist gut, dass Ophelia gleich wieder dran ist. Nun. Dann müssen wir jetzt wieder eine Granatapfelessenz einzusetzen. So. Ophelia heilt uns wieder. Das können wir zwar immer noch nicht angreifen, aber passt schon. Wir werden dann sehen, wie es weitergeht. Wenn wir uns erstmal heilen. So. Oh Mann, ich habe nicht auf mehr heilen. Ich bin nicht auf mehr heilen gegangen, ich Depp. Boah. Das war nicht schlecht. Na schön. Mehr heilen, das wollte ich eigentlich machen. Gut. Schon besser. Und jetzt gehen wir richtig ab hier. Wie viel Ganzbeute kann ich noch nicht einsetzen. Aber oh, passt schon. Zweimal eingesetzt. Das heißt, ich könnte zum Beispiel Elfins. Er ist als nächstes dran. Und er hat genug BP. Oh shit, ich habe vergessen, er ist ja bereits. Ich wollte eigentlich. Sagen wir, gegen ihn Amputation einsetzen, aber er ist. Er hat ja wieder seine Verteidigung hochgeschraubt. Also bringt das nichts. Tja, das Einzige, was ich tun könnte, ist... Ihn vergiften. Ja, er ist vergiftet. Das ist schon mal nice. Gut. Das ist schon mal schlecht. So wird eine Chance, ihn noch zu brechen hier. Und sich halt hier... Die Amputation so. Zweimal einsetzen. Ja.
Auch wenn es ein bisschen leicht verschwendet war. Ich hätte ihm da deutlich mehr Schaden zufügen können. Aber was soll's. Gut, soweit so gut. Immer weiter runtersetzen. Bislang hat er noch nicht viel gemacht, aber das wird sich noch ändern. Da kommt bestimmt noch was. Da wette ich drauf. Der hat noch bestimmt nass in den Ärmel. Ruhe, ihr Welpen. Ach, nicht schon wieder, ey. Ich darf auch wieder zweimal angreifen. Wie lange hat sie die Blindheit? 3 Runden lang. Das passt schon. Ein Passat, der trifft immer. Also Passat. Gut. Jetzt aber. Dieses Mal kann ich es besser nutzen. Wie viel hat Erfin eigentlich? Nee, ich gebe ihm erstmal so ein paar PP. Oder halt, jetzt muss ich mal überlegen. Wir hätten dann noch eine Runde Zeit, also wird es sich trotzdem lohnen, das einzusetzen. Okay. Na schön. Zuerst mal wieder mischen. Dieselbe Mischung wie zuvor. Gut. Nicht viel bringen, also. Ich will es nicht riskieren eigentlich. Ich will einfach nur angreifen. Deswegen kriegt er eine volle Ladung Mondlichtwalzer. So, Bilfegans Beute müsste eigentlich treffen. Aber ich nutze. Ja, Bilfegans Beute. Er trifft. Yes. Am besten sollte ich vielleicht mit ihr Thresher heilen. Aber ich könnte auch hier. Ich habe leider keinen sehr starken Stein mehr, also das passt schon. So, bevor das noch zu in Überlänge gewinnt hier. So, jetzt aber kriegt er volle Ladung. 2 Amputationen. Oh ja, das macht deutlich mehr Damage. Da hat er deutlich mehr Schaden erlitten. Und das Gift wirkt weiterhin schwer auf ihn. Hautabzieher. Na toll. Och, das noch. Er bekommt jetzt auch noch Verstärkung. Das war klar. Wir können andere Wale zornisieren hier. Okay, Feuer und Blitz zusätzlich. Oh, ich kann es zweimal einsetzen. Nice. Dann habe ich einen BP-Punkt zu viel verschwendet. Dann werde ich halt BP spenden. Kann ich zum Glück. So. Okay. Also da kann sie leider auch nichts ausrichten. Wie nutze ich das am besten jetzt? Kann da nichts machen. Nicht mal mit Thresher. Verdammt. Ich bräuchte dafür schon Erfin, um was auszurichten. Ja, mit Thresher könnte ich schon halbwegs was machen, aber. Die zu schwächen ist echt schwierig. Da brauche ich mindestens 2 Runden. Das ist am besten gegen diese Typen.
Ich würde vorschlagen, ich heile erstmal nur. Sind eh schon einige wieder ganz schön angeschlagen. Und dann greife ich einfach nur diese Typen mal an. Gut, Doppelschlag. Das ist nice. Dann mache ich dasselbe hier auch nochmal mit ihm. Leider ging es nicht. Leider ist mir das Glück nicht so einmal hold gewesen. Aber gut, das ist auch nur eine 50-50 Chance jedes Mal. Da weiß ich nicht, ob sie dann auf Dauer diese Technik wirklich nicht lohnt hier. Das könnte doch eigentlich ganz nützlich sein. Ja, die Amputation kann ich damit jetzt auch alle Gegner damit treffen, wenn er dran ist. Okay, das ist nicht schlecht. Ach, nicht schon wieder eh. Da kann immer noch zweimal, oder? Hat das jetzt richtig verstanden? Er kann zweimal! Nein, beim zweiten Mal muss es daneben hauen. Komplett. Ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer fucking Ernst gerade. Na warte. Come on, das darf jetzt nicht nochmal schief gehen hier. Ja komm, warum denn? Ich hasse das. Ah, ich hätte lieber den Blitz- oder Feuerangriff einsetzen sollen. Das habe ich nur davon. Jetzt kann ich den nicht weiter. Es geht nicht. Ich kann nichts machen gegen die. Doch. Zumindest einen von ihnen kann ich endlich mal brechen. So. Ich kann sie sogar beide brechen. Jetzt reicht es. Wow, 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 wow. Alter. Das lasse ich nicht zu hier. Okay, Thresher. Das Abrechnung. Machen wir diese beiden fertig. Oh, wie viel Schaden hat das gemacht? Oh mein Gott. Obsidian gewandt? Oh. Das klingt gut. Alter Schwede, Thresher hat ja ganz schön reingehauen. Ich meine, gut, der Levelunterschied, aber trotzdem, what the hell? Jetzt ist nur noch einer übrig. In ganz Edelhof gab es keinen gnadenloseren Krieger als ihn. Ihr habt wunderbar gekämpft, Fräulein Primrose. Nur noch einer fehlt. Was? Wie kommt der denn hier? Ist er gefolgt? Ah, Primrose, schön euch hier zu treffen. Was führt dich an diesen schrecklichen Ort? Aber natürlich, was das betrifft, nun, es gibt etwas, das ich euch einfach sagen muss. Was? Nein! Ist er der Anführer? Ist er das letzte Mitglied der Krähe? Was? Simeon! Es tut mir so leid. Ich hatte gehört, dass ihr nach meinem Freund Ausschau haltet. Was? Und wie heißt es doch so schön? Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das Zeichen. Der Krähe. Aber warum?
Verzeiht mir, Fräulein Primrose. Da ist ja das, was ich vergaß zu erwähnen. Das Oberhaupt der Obsidianer, die oberste Krähe und ach ja, auch derjenige, der euren lieben, lieben Vater tötete? Das war ich. Simeon, der Puppenspieler. Nein, das kann nicht sein! Bravo, oh bravo, Fräulein Primrose. Ich wusste, dass ihr Talent habt. Das war eine großartige Vorstellung, meine Liebe. Das Publikum ringt nach Luft. Am Ende findet sie den Schurken, den sie schon seit Jahren suchte, und muss erkennen, dass er ihre wahre Liebe ist. Sieht die Tränen, die sie weint, und das Blut, das sie vergießt, und bedauert sie. Was für ein Arschloch! Hat das schon die ganze Zeit geplant, seitdem er Lehrling da war? Wie lange ist das schon? Ach, was für eine Tragödie. Das bewegt meine Seele zutiefst. Leb wohl, meine arme, arme Geliebte. Ich bin völlig sprachlos. Nein, hat er sie jetzt getötet? Fräulein Primrose? Oh, bitte. Sag mir, dass er das überlebt hat. Ich meine, es gibt ja noch ein Kapitel mit ihr. Es muss sie einfach überlebt haben. Simeon? Ja, was wollt ihr? Wo gehst du hin? Zur Arbeit. Wohin sonst? Die Hecken müssen getrimmt werden. Wenn du Interesse hast, der Garten. Möchtest du nicht bei mir bleiben? Ich verspüre tiefe Ruhe, wenn du bei mir bist. Möchtest du mir deine Gedichte vorlesen, bitte? Wie ihr wünscht, meine Herren. Und lasst keinen Kummer in euer hübsches Herz. Ich werde immer über euch wachen. Oh, vielen Dank. Das kann nicht wahr sein. Hat das wirklich die ganze Zeit nur vorgespielt? Das muss ich echt schwer treffen. Und sie hat überlebt, zum Glück. Er hat sie nicht getötet. War das alles nur ein Traum? Nee, die Wunde ist echt. Nein, das war kein Traum. Ach, den Himmel sei Dank, ihr seid endlich wieder wach. Liebling, Liebling, komm schnell. Ach, Fräulein Primrose, ich hatte schon gefürchtet, euch endgültig verloren zu haben. So gemiss mir auch, meine Liebe. Oh, aber der Himmel kann so barmherzig sein. Mr. Forsyth, ich... Ich habe 3 Tage und 3 Nächte geschlafen. Ich verstehe. Dieser schreckliche Mann, dieser Simeon, ist nirgends zu finden. Was hat er nur vor? Wie konnte er so etwas Furchtbares tun? Alles ist ein Geheimnis. Aber ich konnte einige seiner Lakaien zum Reden bewegen. Sie sagen, er sei unterwegs zur Dauerfeste in den Bergen südlich von hier. Was er dort zu schaffen hat, kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich wünschte, ich könnte euch dorthin begleiten. Aber ich bin nicht mehr so jung wie einst und meine Frau braucht mich. Seid vorsichtig, mein liebes Kind. Dann findet ihr vielleicht die Antworten, die ihr sucht. Vielen Dank, Meister Forsyth. Das werde ich. Da könnt ihr euch sicher sein. Gott, das schockiert mich immer noch.
So kann man sich immer in Menschen täuschen. All die Jahre, die mit dir indem er für das Hause gearbeitet hat. Alles wahrscheinlich nur vorgegockelt und geplant. Aber wir werden dann mehr erfahren. Ich hoffe, wir werden dann wirklich genauere Antworten kriegen. Primrose lässt Edeluf einmal mehr hinter sich. Es ist nicht mehr ihre Heimat. Aber immerhin scheint das Ziel nun einen Schritt näher zu sein. Mit nur noch einem Mann gilt es abzurechnen. Doch seit sie seine Identität kennt, ist jeder ihrer Schritte schwer wie Blei. Ihre Rache wartet in Hochland der Stadt Dorfeste auf sie. Ihre Reise geht weiter, wenn sie bereit ist, den Ausgang zu ertragen. Hey Primrose. Was ist für euch? Medizin? Sie wird schnell Abhilfe schaffen, sollten die Schmerzen wiederkommen. Danke. Hört zu, ich will, dass ihr auf euch Acht gebt, ja? Ich bitte euch darum als euer Apotheker und Freund. Vielen Dank, Erfin. Ich meine, sind sie da, um sie zu trösten. Aber das ist schon furchtbar, die Arme. Das muss echt furchtbar schwer auf sie lasten. Vor alledem, sie war anscheinend auch so, sie ist anscheinend... Er ist praktisch nicht nur ihr bester Freund gewesen, sondern auch... Ja, sie war auch in ihn verliebt. Also sie ist... Vor allem, also zumindest jetzt, aktuell. War sie das? So ein grausames, dreckiges Arschloch ist... Es ist klar, man kann sich in Menschen irren, aber trotzdem. Das war schon echt überraschend. Tja. Die Frage ist, was jetzt... Nun, wir haben immerhin das Kapitel jetzt auch hinter uns. Das bedeutet, wir haben jetzt alle dritten Kapitel hinter uns. Jetzt fehlen nur noch die vierten. Aber dazu müssen wir natürlich auch in Orte reisen, an denen wir immer noch nicht waren. Es gibt noch immer einige Städte hier zu besuchen. Und alle verlangen Level 45, das überrascht mich. Das war vorher noch unterschiedlich und jetzt allesamt 45. Wir sind natürlich darüber, also... Wir hätten auf jeden Fall gute Karten hier. Aber dennoch will ich das nicht unterschätzen, denn auch wenn wir weit über den empfohlenen Level von jedem Boss waren, waren sie trotzdem teils wirklich sehr, sehr heftig. Ich meine gut, teilweise habe ich es mir auch selbst schwer gemacht. Das will man nicht verleugnen. Zum Beispiel bei den letzten Boss von Furion. Das war wirklich... Gut, das war aber auch Pech gleichzeitig. Weil ja, deswegen ist es auch Fluch als auch Segen. Na gut. Aber dementsprechend gibt es... Also was ich sagen wollte... Es ist auch verständlich, vor allem wenn man schon die Möglichkeit hat, sogar bis zu 100-fache an den Erfahrungspunkten zu kriegen, oder die 100-fache an Jobpunkte, oder andere Vorteile im Kampf, dann muss es natürlich auch Nachwirkungen nach sich ziehen, ne? Ist natürlich auch verständlich. Na gut. Dann würde ich vorschlagen, vor allem auch, weil ich weiß, dass dann durch Treasure nicht mehr länger die Anführerin ist, wo sie dann nicht mehr ausgewechselt wäre, wo sie als Einzige nicht ausgewechselt werden darf, werden wir mit ihren Kapitel als nächstes weitermachen, mit ihren letzten. Und immer gilt, wenn es gefallen wurde, ist bestimmt mindestens ein Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Dann seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt. Klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde wirklich hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Also auf Wiedersehen und Tschüss, Leutchen.